Wusch! Und herzlich willkommen zu einem Video, was ich eigentlich nie machen wollte. Es gibt da draußen in der weiten Welt des Internets eine Seite, ein Subreddit, welches sich Maudademie Mittwoch schimpft. Ein Reddit nur darauf ausgelegt, sich über mich lustig zu machen. Der Maudademie Mittwoch ist ein Tag, den Zombie und Wintergrey erfunden haben. Das ist mittlerweile über ein Jahr her, jetzt ist er Gott sei Dank tot. Heißt, ich kann jetzt auf ihn reagieren und ihn damit schlussendlich töten. Perfekt. Ich weiß nicht, wie dieses Subreddit es immer noch gibt. Ich habe es nie irgendwo geteilt. Es wurde nirgends irgendwo geteilt und wir haben trotzdem... Die steigen, wenn ich zugucke. 101... Ich habe das schon auf Twitter gesehen, Leute. Ich habe das schon auf Twitter gesehen. Das ist so krank. Wenn Maudades Zuschauer Körperteile sehen und sie dann zusammenfügen. Wir haben einmal von meinem Abonnenten-Special dann Pizza Maudado und eine Spiegelung von meinem Fuß und... Es ist schon lustig. Ich würde sagen, es ist schon lustig und natürlich auch wahr. Ich sehe so aus. Exposed. Ach man, was haben wir denn für Kommentare? Jetzt wissen wir, warum er sich nicht zeigen will. Ich weiß aber auch nicht, was mit euch los ist, Leute. Ihr rastet immer komplett aus, wenn irgendein Körperteil von mir zu sehen ist. Ich glaube, das könnte man besser machen. Ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Man hat meine andere Hand. Gerade bin ich nur gespiegelt. Aber das ist schon echt lustig. So, this is brilliant. Hallihallo, liebe Leute. Aber ich mag auch das. Ach, mein altes Intro. Früher hatte ich dieses Intro für ein paar Videos, weil jeder ein Intro hatte. Und ich habe gedacht, ich mache mir auch ein schlechtes Intro. Und das ist halt ultra schlecht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein klassisches Theme-Format. Und da sind Drachen draufgeklatscht. Okay, wenn wir das obere bewerten, ich muss sagen, wenn wir von 0 bis 10 bewerten, ich muss sagen, das ist schon sehr witzig. Das ist eine 9 für mich. Und hier, ich weiß gar nicht, es ist halt das klassische Meme-Format und einfach mein Intro drauf gemacht. Es tut mir leid. Ich will nicht zu gemein sein. Eine 4? Ich hätte das nicht machen sollen. Ich kann nicht. Wenn man Maudado LP auf Fisch bestellt, neue Fake Maudado. Ich kann das nicht bewerten. Ich kann nicht reagieren, deswegen habe ich das nie gemacht. Okay. Ich habe eine Idee. Wir sortieren nach Top of All Time, okay? Im Prinzip müssen jetzt hier die witzigsten Memes aller Zeit sein. Das ist Puffy, ja. Und Puffy ist ein Kugelfisch, ja. Klumpfi hingegen ist kein Kugelfisch. Macht Sinn. Also wer ist das? Klumpfi. Leute, ich erkläre das nochmal für euch. Das hier ist Klumpfi. Und das hier ist Klumpfi. Ja, gutes Meme. Sehr relatable. Daumen nach oben. Haha. Da ist es schon wieder. Was ist das für ein Saftpäckchen, Maudado? Mama, können wir Maudado haben? Schatz, wir haben doch Maudado zu Hause. Maudado zu Hause. Saftpäckchen von Kaufland anscheinend. Da ist anscheinend ein Fake, was heißt Fake, halt so ein ähnliches Maskottchen drauf. Und das ist anscheinend ultra lustig, weil die werden mir die ganze Zeit geschickt. So ähnlich sieht es nicht aus, aber okay, Leute. Ich sehe, wie das lustig sein soll. Ich klinge wie so ein Alien. Ich verstehe diesen Humor. Hallihallo, liebe Leute. Maudados Anmod. Und dann kommt einfach GLP als Zug und fährt mich weg. Ja. Lustig. Neue Taktik. Wir sortieren top dieses Monat, dann kriegen wir aktuelle Dinge. Das ist doch cool. Wow, da ist Kürbis-Unboxing. Da ist Paluten als Kürbis, weil der eine so aussah wie Palutens Kopf und der ist ultra süß drüber gemalt. Nicht der hübscheste auf der Palette. Das habe ich wirklich gesagt. Der hat mich visuell sehr angesprochen. Es war nicht unbedingt der hübscheste auf der Palette. Das ist richtig cool gemacht. Nienchen? Guck mal, das kriegt sogar ein Upvote. Hier, Pizza Maudado kriegt auch ein Upvote. Oh, und ich habe sogar noch einen extra Clip für euch. Es gibt nicht nur Pizza Maudado, sondern auch... Hallihallo, liebe Leute. Ich liebe das. Oh, deine Kabel in Kabel verlegen, geplant, inspiziert. Fernmeldekabel, Kabel Deutschland, Fernmeldekabel. Ich verstehe es nicht mal. Das ist ein Kabelverlegeplan. Und aus zwei Leitungen wurde eine Schnecke gemalt, weil die Linien blau sind. Einmal eine Telefonleitung, aber ich habe gedacht, Kabel Deutschland hat nur Koaxialkabel. Werden die auch Fernmeldekabel genannt? Wir müssen weiter runter. Okay, YouTuber-Contest. Hier sieht man, wie stark und bemüht alle sind. 2 Uploads pro Tag. Wow, 5 Uploads pro Tag. Und
damit einfach ich. Heute leider kein Video, aber hier ist ein Bild von einem super süßen Tier. Ich mache ja nicht mal mehr das. Ich krieg's einfach gerade nicht hin, Leute. Es tut mir leid. Lamborghini forever. Hexe. Mann. My dolphin not working, lol. Oh mein Gott. Ich fand das echt lustig, wie Elon Musk da ultra ausgerastet ist. Ich fand das... Oh. Wörter richtig aussprechen, Maudado. Ich weiß nicht, wirkt irgendwie illegal auf mich. Leute, es tut mir leid, ich kann es nicht anders. I love seeing people smile at their phones in public. Have they received happy news? Is it a text from a loved one, perhaps? What could it be instilling such joy in that moment? Das versteht doch keiner. Buro. Ah. Leute wollen, dass ich ein Minecraft-Projekt mache, den ich eine Burg baue. Irgendwann kommt das auch. Super Logo und alles. Von Alpha Titan auf Twitter. Das Logo ist von Legoff gemalt. Legoff 7. Monado, können wir Buro haben? Nein, wir haben Buro doch zu Hause. Buro zu Hause. Ihr habt's doch bekommen, was habt ihr? Es gab doch Buro. Wie alt ist Maudado? Das wird mir so häufig geschickt, Leute. Es gibt einen Overwatch-Stream von mir, der vor 50 Jahren gestreamt wurde. Steht da dran, der ist, keine Ahnung, 5 Jahre alt oder so. Aber YouTube-Livestreaming war zu der Zeit so verbuggt, dass dieses Video irgendwie ultra verbuggt abgespeichert hat. Und jetzt steht da dran, dass es vor 50 Jahren war. Und ja, YouTube ist erst 2005 erschienen, das ist halt ein ultra komischer Bug. Mir wird das die ganze Zeit auf Twitter zugeschickt. Ja, ich war der Erste, der gestreamt hat. Ich bin der allererste Gaming-Streamer. Und streame immer noch regelmäßig. Und das ist ein Fakt. Das ist das. Die Purple, das neue Album Bush. Okay. Das ist wahr, Leute, das ist wahr. Menschen, die Obst sagen, Menschen, die Obst sagen. Leute, ihr macht mir Angst. Ich habe mittlerweile Angst, Sachen auszusprechen. Das ist doch egal, ob jemand Obst oder Obst sagt oder... Die Leute in den Kommentaren rasten immer aus. Egal, wie ich Sachen ausspreche. Ich habe Kreté dem letzten irgendwann gesagt und ein bisschen komisch gesagt. Ich weiß nicht, ob das gerade richtig war. Und es sind wieder Leute ausgerastet. Witzig, weil es wahr ist. Er sagt gleich seine ersten Worte. Ah! Ich sage aber lieber Kakao und Kebel. Mein Meisterwerk ist fertig. Ah, was ist das? Du kleiner! Lamborghini ist nicht real, Leute. Maudado, wenn er sich darüber beschwert, in den Endergames zu verlieren, obwohl er gewonnen hat. Das ist ja echt passiert. Die letzte Endergames-Folge, die ich hochgeladen habe, ich habe so lange gespielt und habe versucht zu gewinnen. Und ich habe gewonnen. Ich habe es einfach nur nicht bemerkt. Ich habe es geschnitten und es nicht mehr bemerkt, dass ich gewonnen habe. Das war einfach nur krank. Ich mag die Katze, die sieht süß aus, wütend und verwirrt. Und hier, das Bild wurde mir auch so häufig geschickt. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Comedy Gold. Ach, Baby Yoda Maudado. Hat sogar von Legoff direkt hierhin gepostet. Ja, cooles Bild. Legoff mal so insane coole Bilder. Auf Twitter ist es krank, wartet. Hier, das hier fand ich auch insane cool. Mit dem Text dazu. Ein Schauer läuft Zombie über den Rücken. Fast übertönt sein Herzschlag die dröhnenden Sirenen. Maudado ist da. Es ist zu spät. Das ist eins der coolsten Among Us Fanarts, die ich gesehen habe. Und auch generell alles, was er zeichnet, ist einfach nur... Alter, das war auch so krank, das Bild. Dämonenkönig Maudado. Folgt dem Jungen, Leute, folgt dem Jungen. Hallo? Jeder produziert mehr Content wegen dem Coronavirus. Und ich bin Faultier? Also, ich kann das nicht abstreiten. Ich könnte viel mehr machen. Ja, stimmt eigentlich. Ihr habt recht. Ah, guck mal. Ein Animal Crossing Hoodie. Da ist eine Schnicke drauf und da ist Puffy. Cool. Maudado? Mauvecto. Okay, Leute, das war Peak Comedy. Noch ein Animal Crossing Schneckchen Hoodie. Wenn Maudado genau aus 6,0221 4076 mal 10 hoch 23 Teilchen besteht.
Oh mein Gott, Muldado, wo sind wir hier? Muldado, Aufnahme von anderen versus Muldado in seinen Aufnahmen. Ist schon ein bisschen wahr. Ich bin in den Aufnahmen von den anderen ein bisschen frecher geworden in letzter Zeit. Das gebe ich zu. Aber ich bin nicht so entfesselt, Leute. Also so ist es nicht. Ich bin nur frecher. So schlimm ist es nicht, oder? So schlimm ist es nicht. Okay, Leute, schauen wir noch kurz auf Twitter, was es gibt. Fährt deine Person ein Lambo? Nein. Mach! Es ist schon lustig, Leute. Es ist schon lustig. Von G-Max. What if you wanted to go to heaven? But God said... Legenden sterben nie. Ah! Okay, Leute, das war's. Grrr.